Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos e.V. Ein weiteres Video in unserer Guides and Tutorials Sektion, dieses Mal zum Thema Tom Clancy's The Division 2. Und was euch in diesem Video erwartet, ist ganz einfach. Ein richtig schneller Weg zu richtig gutem Gear. Viele Spieler, die Weltrang 5 erreicht haben, wissen nicht direkt, was sie machen sollen. Großteil des Contents ist am Anfang doch noch etwas schwierig. Ich biete euch eine ganz entspannte Alternative. Und zwar eine Farmroute durch Downtown East mit insgesamt 17 Waffenkisten, 26 Rüstungskisten, 2 Airdrops, tonnenweise kleinerem Loot wie Stahl und Titan und darüber hinaus, wenn ihr Lust haben solltet, ein paar Ressourcen vorkommen, die ihr im Verzehr abfahren könnt. Der Zeitaufwand ist mit ca. 25 Minuten, je nachdem wie ihr durchkommt, relativ überschaubar und ihr könnt diese ganze Farmroute einmal pro Tag abfarmen, da sowohl die Waffen als auch die Rüstungskisten alle 24 Stunden respawnen. Einzige Voraussetzung ist, ihr habt den Safehouse-Spot, denn da geht die Tour los. Ich würde euch dennoch empfehlen, den Vorteil Erkennung 1 zu aktivieren, indem ihr zu einem Kontrollpunkt geht und ein paar Ressourcen spendet. Das dürfte euch das Auffinden der vielen Beutel, die in der Gegend rumliegen, deutlich erleichtern. Ich werde von Zeit zu Zeit die Map öffnen, damit ihr immer wisst, wo ich gerade stehe. Und darüber hinaus bleibt mir nur noch zu sagen, schaut euch das Video an, lauft die Route ab und stoppt den Loot ab. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere. Patient waiting a new air. Feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't think right.
Ich stehe wieder in der Siedlung, die Farmroute ist beendet. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge Items abstauben können. Wenn ihr Ideen habt, wie ich die Farmroute eventuell noch optimieren könnte oder vielleicht auch Kisten gefunden habt, die ich übersehen habe, oder wenn euch dieser Guide so gefallen hat, dass ihr gerne auch für die anderen Regionen einen Guide haben möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Comments. Ich würde mich mega darüber freuen. Ansonsten, wenn euch der Channel insgesamt gefallen hat, solltet euch auch die anderen Videos angucken. Lasst uns gerne ein Abo da. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!